Hallihallo, ihr Hübschen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag 5 und ich fühle mich so gut. Leute, ich sehe zwar noch scheiße aus, ich weiß, aber ich habe das Gefühl, über Nacht, also gestern Abend, wurde es auch schon gut. Gestern Abend habe ich kurz richtig stark Zahnschmerzen bzw. Kieferschmerzen bekommen. Aber ich glaube, das war mal einfach durch die Schwellung. Aber heute Nacht, ich habe nicht so viel geschlafen, aber richtig, richtig gut. Und jetzt bin ich heute Morgen aufgewacht und ich fühle mich voll fresh, voll motiviert und ja, jetzt kommen wir aber zu meinem Hass-Part, was am dümmsten ist, weil ich muss duschen und meine Haare waschen. Und Florian schmeißt Sachen runter. Ich mache mich jetzt fertig und danach habe ich um 11, glaube ich, ich weiß gar nicht so genau, meinen Termin mit meinem Arzt, Dr. Barth. Florian guckt gerade. Genau, und da guckt er sich halt alles an und wie alles verlaufen ist und verheilt und bla bla und ja. Was steht da? 13 Uhr. 13 Uhr, ich dachte 11 Uhr. Oh, okay, na gut. Dann 13 Uhr. Genau, aber jetzt machen wir uns erstmal ready. Hallo, ihr Hübschen. Ich habe gerade bei meiner ersten Nacht. Florian, lach mich aus. Ja, ich weiß, deine Intention war gerade, dass du ein bisschen fröhlicher klingst, richtig? Ja. Hallo, das ist ein bisschen anstrengend auf. Oh, okay. Das wäre mein YouTuber-Euphorismus. Nee, aber ohne Spaß. Aber bin ich wahnsinnig. Ich gehe raus. Ich hatte gerade meine erste Nachuntersuchung nach der OP und das ist mega gut gelaufen. Dr. Barth ist auch mega glücklich mit den Ergebnissen und mit dem Fortschritt, den ich mache. Er war nur total geflasht, weil ich halt anscheinend sehr gut und sehr schnell heile. Ja, ich muss aber trotzdem noch 2 Tage hier bleiben, weil halt die Tacker und so, die müssen halt eine Zeit lang drin bleiben, damit alles wirklich gut verheilt und fest wächst. Nicht, dass mir mein Gesicht klappt. So, ist Quatsch, wird nicht passieren, aber ja, ihr versteht, was ich meine. Hallihallo, ihr Hübschen. Ich habe mega die tolle Möglichkeit bekommen. Und zwar hat mir die Two-Pass-Klinik erlaubt, euch mal meinen Operationssaal zu zeigen. Ich habe gedacht, das ist mega spannend, euch mal so die einzelnen Schritte von Anästhesieraum und Operationssaal und so zu zeigen. Und Florian spielt heute Patient. Und die wundervolle Ellie zeigt uns ein bisschen rum. Yay. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und wir sind hier direkt schon im allerersten Raum. Ellie, wo sind wir hier? Wir sind in die Präanästhesieräume. So, und Florian ist meine Patient. Ja, Patientin, ja, sorry. Sie müssen noch viel Elektrolyse haben. So, der Narkosearzt kommt erst hier und dann kommt er die, wie sagt man, Infusion? Infusion machen, ja. Und dann sind sie ganz fertig. Nach Operationszimmer zu gehen und da sehen Sie dann noch Dr. Van de Ven. Okay? Hier, sehr wichtig, Toilette für die letzte vor die Operation. Yay. Immer muss man noch gehen. Ich habe es nicht gebraucht, aber Nein. ich dachte erst, ich muss und ich Ja. war auf Klo und dann war ich so aufgeregt, ich wusste gar nicht mehr. So, kommen Sie mit. Patienten zuerst. Ja, Florian. So, dann gehen wir hier. Und dann Dr. Van de Ven. Er hat immer Operationsraum 1. Ja, so das ist hier. Wir können hier gehen. Und dann kommen Sie, ja, Sie können das tun, ne? Kommen Sie hier auf. Hier lag ich. Ja. Und ja. So? Ja, so. Okay, so. Ich hätte noch so ein hübsches Hemd anziehen müssen. Ja, ein schönes Haute-Couture-Kleid mit die sexy Strumpfhose. Und dann da auf Fernseher sehen wir die Bilder, die ja Dr. Van de Ven gemacht hat Genau. mit Preop. Genau. Und, Simulation, so ein ja, bisschen. ja, ja, ja. Und
Ja, dann kann er alles, das ganze Team ist hier, Narkosearzt, Dr. van der Ven und dann die Schwesterin auch, die assistiert. Mhm. Ja. Und dann ja, hier ist der, wie sagt man, ja, the magic happens genau. Hier. Gehen wir in den Aufwachraum, aber sie wissen das dann nicht, sie schlafen noch. Sie gehen dann in ein anderes Bett. Das ist hier. Die erste Operation ist immer die längste Operation. Und dann sie bleiben dann hier mit einer Privé-Schwesterin. Mhm. Und als alles zurück normal ist, dann gehen sie zurück oben ins Zimmer. Mhm. Aber das kann ja einzelne Stunden dauern. Ich weiß nicht. 3 Stunden habe ich gebraucht. Ja, Operationszeit war 6 Stunden und normal ist das ja halbe der Operation ist dann. Ja. Also ich glaube, wir waren bei 6,5 Stunden Operation und ich war nach knapp 3 wieder oben. Aber ich habe auch gekämpft. Ich sollte erst nicht nach oben, aber ich habe die ganze Zeit gedrängelt. Ich war nur so, ich möchte nach oben, ich möchte nach oben. Ja. So, ja, maximum 3 Operationen per Tag. 3 pro Tag? Ja, das sind ganz lange Operationen, mehr kann nicht. Ja. Ja. Nee, also ich finde 3 ist schon viel. Ich also bei an meinem Tag waren es ja 2 und das fand ich schon viel. Ja. So bei meiner OP waren ja schon 6,5 Stunden. Ja. Und danach war noch die Barbara dran. Das hat ja auch noch mal gedauert. Auch, ja. Ist ja auch anstrengend. Und dann hier, wir haben noch eine zweite Operationsraum. So hier ist das Operationszimmer von Dr. Donat. So die er tut alles von Body. Genau, für Körper. Der macht auch die Brüste. Ja, und als, wie sagt man hier, Hip, Hip and Butt. Butt Lift. Hip Augmentation, das ist alles hier. Okay. Und manche Patienten machen das auch beides in einer Woche, oder? Ja, ja, eine Woche, ja, sie kommen dann von Ausland. Und dann ist das, ja, da muss man einmal Flugzeug nehmen, ja. Das ist viel besser. Das, ja, das fragt viel vom Körper, aber ja, dann ist das in einmal auch getan. Das ist ganz gut eigentlich. Eigentlich ja. Ich hätte mich nicht getraut, aber auf der anderen Seite toll, dass das geht. So, das ist ja, auch ja, wirklich, das kann auch in Kombination mit die Elektrolyse oder Laser, das ist ja alles ist möglich eigentlich. In der Tupas-Klinik hier kann man nämlich mehr machen als nur sein Gesicht. Also natürlich auch Brüste und Körper und halt auch Haarentfernung mit Laser-Elektrolyse, permanent Make-up und Stimmtraining auch. Ja, ja, das also ist das komplette Programm, das ist total toll. Ja, ja hier. Das ist für die Operationen, für Doktor und Assistenten. Das kennt man sonst nur von Grey's Anatomy oder so. Ja, komm. Du bist McDreamy und ich bin, was? Ich bin Christina Yang. Christina Yang. Du was? Ich weiß nicht, als du noch Fragen hast oder? Ich glaube, ich weiß zweifelsfrei alles, aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben und dann gucken wir da durch und dann zweifelsfrei erklären wir das alles. Aber ich kann euch das Ganze hier wirklich nur ans Herz legen. Ihr habt meine Erfahrung jetzt hier so toll miterlebt. Ihr wisst, wie es mir hier ergangen ist und heute ist Tag 5. Also ich meine, was Besseres kann man sich nicht wünschen, was den Heilungsprozess angeht. Also definitiv Daumen hoch für Too Fast. Danke. Sehr gut. Danke. Hallo, meine Hübschen. Heute ist Tag 6. Mir geht's heute echt gut. Wie gestern auch. Also körperlich top. Gestern Abend hatte ich auf einmal mega. Oh, ich habe mir gerade auf die Zunge gewöhnt. Gestern Abend hatte ich irgendwann mega das Tief, weil wir echt so ein bisschen übertrieben haben. Wir wollten erst sogar noch ins Zoo. Haben wir dann natürlich nicht gemacht. Aber war eigentlich erst sogar noch der Plan. Stattdessen waren wir dann aber für knapp 2 Stunden spazieren
Und das war halt auch voll anstrengend irgendwie. Gerade irgendwie auch, weil ich die letzte Woche ja hier nur im Bett lag. Meine Beine taten abends auch voll weh. Dann waren wir gestern Abend noch ganz kurz bei You Now Live. Das war mega, mega cool. Da war Florian auch mit dabei. Das hat echt Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren. Auch nur für die Zukunft. Meine Streams sind meistens, auch nicht immer, aber meistens auf YouTube auch zu sehen. Aber wenn ihr beim Stream auf YouTube zuguckt, kann ich nicht sehen, was ihr schreibt. Also das bringt irgendwie gar nichts. Es ist halt sehr einseitig, dann könnt ihr sehen, was ich mache. Aber ihr könnt nicht mit mir interagieren, was ja eigentlich der Sinn und Zweck von einem Livestream ist. Deswegen schaut auf jeden Fall auch hier unten in der Infobox auf meiner YouNow-Seite vorbei und werdet Fan. Würde ich mich sehr freuen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich, was der Plan für heute ist. Heute ist Valentinstag und wir hatten schon voll das süße Valentinstagsfrühstück. Das blende ich euch gleich mal ein. Florian möchte echt gerne hier in den Zoo. Mein Ding ist, ich habe gar nicht so das Problem, da jetzt irgendwie ins Zoo zu gehen. Ich glaube auch, ich würde das körperlich schaffen, ne? Aber das Ding ist, ich finde Zoos halt echt teuer. So, und vor allem, wenn ich sie nicht so wirklich genießen kann und dann da am Jammern bin, weil ich dann doch irgendwie keine Kraft mehr habe, das ist halt doof. Aber der Zoo in Antwerpen soll halt echt schön sein. Keine Ahnung. Mal gucken, was wir gleich machen. Aber auf jeden Fall bleiben wir heute nicht den ganzen Tag hier sitzen. Heute ist unser letzter richtiger Tag in Antwerpen. Und morgen geht's auch schon nach Hause. Ich freue mich so sehr, richtig fit wieder zu werden. Ne? Ich habe eben unter der Dusche, ich habe euch das ja hier gezeigt, wir haben so einen riesen Spiegel im Badezimmer, wo man sich halt unter der Dusche auch sehen kann. Ohne Scheiß. Ich fühle mich so unwohl. Ich möchte auf jeden Fall abnehmen und mehr Sport machen und healthy und keine Ahnung. Es kann so einfach nicht weitergehen. Ich habe euch das, glaube ich, erzählt, dass es irgendwie kurz davor war, dass meine OP nicht gemacht werden konnte, weil ich zu fett bin. So einfach, ja, aus gesundheitlichen Gründen riskant und bla bla bla. Und ich weiß, viele von euch hatten gesagt, das ist Quatsch. So egal, wie viel man wiegt, man kann immer eine Narkose machen und so. Aber die Ärzte haben halt gesagt, es ist natürlich besser, wenn man nicht so fett ist. Und ja, naja, aber zum Thema Abnehmen kommt nochmal ein gesondertes Video. Da muss ich auf jeden Fall irgendwas mit euch zusammen starten. Ich werde jetzt Florian mal suchen gehen, der läuft hier irgendwo im Guesthouse rum. Und dann machen wir Lagebesprechung und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Hallo ihr Hübschen. Kleine Planänderung. Wir waren heute doch den ganzen Tag noch hier in der Klinik und sind nicht irgendwie in Zoo, in der Stadt oder sonst wohin gegangen. Auch nicht spazieren, wir waren echt den ganzen Tag hier und haben gechillt. Irgendwie haben wir beide, Florian auch und ich, extrem viel Kraft irgendwie nochmal schöpfen müssen. Irgendwie war die letzte Woche doch extrem anstrengend und gerade auch für Florian, der hat sich so viel um mich gekümmert und der hat heute Nachmittag halt einfach auch viel geschlafen und ja, dementsprechend war das einfach ganz cool. Ich habe so ein bisschen bei euch wieder durch die Kommentare geguckt und in meiner Abo-Box ein paar Videos nachgeholt, die ich die letzten Tage verpasst habe zu gucken. Wir haben uns einfach einen schönen Nachmittag hier gemacht, haben noch mit den anderen Patienten ganz toll geschnackt. Das war echt cool. Florian hat auch schon den ersten Koffer gepackt. Tada! Und morgen ist nur noch meine letzte Nachsorge. Da kommen auch die ganzen Tacker raus. Und ein paar Fäden und die Klammer von der Nase kommen weg. Und wir sehen endlich, wie meine Nase aussieht. Surprise. Und ja, das wird cool. Und danach geht's nach Hause. Endlich. Ich freue mich auf zu Hause. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit und ein sehr schöner Aufenthalt hier. Aber zu Hause ist trotzdem irgendwie am schönsten. Nicht? Ja. Endlich wieder ein Bett. Ja,